Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Mit am Start, wie immer, der gute Simtex. Also, von der Seite kommst du drauf. Unter uns ist übrigens ein Dingens. Ganz viele Stinkkäfer hier, anscheinend das Biom von denen. Hier unter uns ist die Spinnenhöhle. Ja. Mit der anderen Wolf Spider. Wie gesagt, da hinten, dafür brauchen wir die Gasmaske. Das heißt, das wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ach, das ist so Anti-Käfer-Zeug. Ja. Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wo dieses Berry Ladder, wo man das finden soll. Ich würde aufpassen, hier gibt es auch noch Bombardierkäfer ab und zu. Na, ein bisschen weiter weg von dem. Da hinten ist der Baum. Der kommt zu dir, ne? Der Akro auf mich? Nee, aber er kommt hoch zu mir. Dann komm da weg. Alter, hier oben ist noch einer. Ah. Ja, komm weg, komm hier zu mir. Hier ist Raw Metal. Raw Metal? Ist das Raw so? Raw Metal. Komm zu mir. Liege! Hier ist es sicher. Das Erste. Irgendwas will mich. Liege. Was? Mais. Mais wollen mich, habe ich das Gefühl, ja. Alter, ihr kleinen Mistviecher. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Haben wir das da Ding mal Ich habe hier gerade anderes Problem. Ah, die Küche ist schon kaputt. Wie viele sind sie denn? Noch einer? Ja, sowas ist. Ah, ne. Oder sind es noch einer? Ne. Jetzt. Was willst du? Haben wir so Ding mal komplett gefällt? So eine Distel? Da kriegst du nur die Nadeln raus. Ja, aber haben wir die mal komplett Ich weiß gar nicht, ob du die fällen kannst. Ein Spinnenweben. Möglicherweise eine Spinne in der Nähe. Ja, pass auf, hier irgendwo ist die dritte Wolf Spider, also die dritte Location, von der ich weiß. Hier ist ein Ladybug. Hier ist der Donut, oder? Nicht der Donut, das sieht aus wie der. Das ist wieder so eine Verpackung, aber das ist nur die Verpackung. Ah, das ist diesmal nicht der Hotdog. Aber hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Labor. Guck mal. Warte ganz kurz. Ich hab ein Larvenblade. Das ist das Rotten Lava-Blade. Also wenn du willst, können wir auch den Ladybug Clash angreifen. Ne, ich hab viel zu wenig Leben dafür, abgesehen davon sind es zwei. Wie viel Damage macht dein Rotten Lava-Blade? Dein Excalibur? Leben hast du. Ein. Komm mal her. Wie viel Damage macht dein Excalibur so? Macht das guten Damage? Ja, ne, weniger als. Wie viel macht das? Ungefähr gleich viel wie der Speer. Jetzt schlag mich. Die Werte sind gleich wie der Speer. Bring mich um. Nee. Ich finde momentan nichts zu essen und nichts zu trinken. Jetzt mach. So. Das sind Bandagen. Was, wo? Ah, hier. Die du gerade weggetreten hast, Mann. Ich hab hier die eine. Wo ist sie denn? Da unten liegt sie. Oh. Hier. Ja, gut, aber ich muss sowieso was zu trinken und zu essen finden, sonst wird das nicht viel. Ich hab Pilze, wenn du willst. Ah, das Problem ist eher das Trinken. Eine Gelegenheit kriegt man nicht immer. Drauf. Mach mal wieder Mobbing. Ich esse jetzt erstmal was. Guter alter Pilz. Immer schön am Naschen. Bei der Chunk haben wir auch schon, oder? Ja. Wichtig wäre halt Gift gewesen. Für Gift-Arrows. Oh. Weil die wären halt ganz gut gegen die Bombardiers und gegen die Stinkkäfer, solange wir noch keine Explosivsachen haben. Also mein Dings, mein Stuff, dieses Schwert, wie es ja immer heißt. Lava Blade? Mein Lava Blade. Das hat Poison. Ah, okay. Also ich vergifte auch Gegner. Da kommen schon nicht lang, wir müssen dadurch das Spinnennetz. Auf der anderen Seite ist eine Spinne. Deswegen, ich habe noch dich gewartet. Die ist jetzt hier. Ja. Immer gut, wenn sie weggehen. Zur Not wird sie halt getötet. Ja, die hat Bock. Die hat Bock. Komm, her, Spinne. Boah. Hat die mich gerade angeschissen? Die hat dich sowas von angeschissen. Oh Leute, ich bin sticky. Ich sticke fest. Ah ne, jetzt nicht mehr. Ich hab sie gestunt. Drauf da. Und tot. Oh, da ist noch eine zweite. Oh mein Gott, hat die mich erschreckt. Hat die mich erschrocken.
Okay. Komm, die kriegst du auch allein hin. Immer schön blocken. Du kannst halt ewig blocken, ne? Ja, ja, ich weiß. Richtigen Moment blocken. Ich konnte nicht mehr blocken, ist schon zu wenig. Naja. Also wenn umso öfter du blockst, dann geht der Balken voll, weißt du? Hm, okay. Und dann, wenn der Balken voll ist, kannst du halt nicht mehr richtig blocken und ich war schon an dem Punkt, wo ich nicht mehr den kompletten Damage wegblocken konnte und dann hast du immer Damage Crit. Ah, war Sauerei, ey. Direkt gegen zwei. Absolut meins. So, dann stirbt die jetzt. Oh, Alter, dieses scheiß Spiderweb. Weg damit. Wo ist er? Rechts. Oh, komm, lass er leben. Muss jetzt. Ist immer so ein Wasserspringer. Hier ist auch ganz viel Clay. Was für ein Wasserspringer? Da vorne ist ein Stinkkäfer. Ich glaube, der ist gebackt. Ne, ein Spuckkäfer. Gebackt. Ach so, ein Spuckkäfer. Da sind zwei, ne? Ja, ja, der sieht aus, als wäre er verbuggt. Das Problem ist, was machen wir mit dem zweiten? Komm, scheiß drauf. Die habe ich schon kaputt. Ich will den aber, wenn wir den kaputt kriegen, dann haben wir. Nee, du müsst einer den zweiten halt weglocken. Warte mal. Weil den ersten jetzt erstmal an. Der zweite kommt nicht. Nope, der zweite zeigt daran kein Interesse. Schlag durch, ich behalte den zweiten im Auge. Alter. Kommt noch nicht. Jetzt kommt er, weg da. Ich glaube, der andere ist auch festgebackt. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Nice, Bombardier-Part. Ich glaube, der ist festgebackt. Oh ne, der ist nicht festgebackt. Mann, der hat sich nicht bewegt. Weg. Ja, mach ich auch. Ich gehe einfach ganz gemütlich weg. Einfach auf ganz entspannt. Ja. Knüppel aus der Hand und laufen. Oh, das wäre eine gute Idee, den Weg zu legen. Ah, das Vieh ist auch weg. Gut. Was gibt's denn hier noch bekommen? So? Hier muss ja irgendwo, vielleicht in diese Richtung muss er. Hast du den aufgesammelt? Ja, ich habe den aufgesammelt. Wir haben jetzt wie viel Bombardier? Ich habe 3 Bombardier-Parts. Noch irgendwas anderes oder nur Bombardier-Parts bekommen? 3 Bombardier-Parts und mit dem Lady, hätten wir jetzt den Ladybug-Head können? Also, ja, ich weiß, aber hätten wir den dabei und zufällig aus irgendeinem Grund eine Workbench, könnten wir jetzt in die Axt machen. Schnell. Was haben wir nochmal gebraucht für den Hotdog, ne? Für den Hotdog zum Beispiel, ja, da haben wir wahrscheinlich relativ gute Essensvorrat. Für den Hotdog, und für die stärkeren Dinger, also für die stärkeren Grashalme. Ja. Und für sonst, für was noch? War da noch irgendwas Spezielles, für den wir die Axt gebraucht haben? Guck mal, hier ist eine Hecke, hier vorne, vielleicht sind da Berries. Ich hoffe, dass man die mit der normalen Axt abbauen kann, wenn dann. Das sieht echt gut aus. Da ist noch ein Vogel. Ist so ein Vogel. Ja, das wollte gerade sagen, dort? Das ist ein Vogelbecken. Da oben hängt eine Beere. Ich sehe sie. Drei Beeren über dem Vogelbecken. Wenn wir da hinkommen, kriegen wir Beeren. Okay, also müssen wir irgendwo dort hinten lang. So, irgendwie bei den kaputten Steinen hier, weißt du? Ja. Dass wir da irgendwo hochkommen. Hier ist eine Beere. Wieder ist eine Beere. Ist die Runde? Ah, nice, eine Beere. Barrel Ladder. Wunderbar, perfekt. Nur das, was wir brauchen. Denkst du, wenn wir da oben an den Vogel, ans Vogelwasser gehen, kommt der Vogel? Der Rabe. Manche. Oh lol, die Beere ist unten. Kannst du sie aufmachen? Oh, ich hasse das Schwimmen hier, ne? Ohne Spaß. Wir müssen erstmal aus dem Wasser. Ah, man kann es mit normalen. Oh, Tim! Sorry. Ungeduldiges Stück Scheiße, Mann. Aber Barrel Chunk, mit Barrel Chunk kann man Barrel Leder herstellen. Ja, ist in Ordnung. Ja, komm. Verstehst? Oh lol, hier ist ein neues Labor. Ah ja. Hallo. Locked. Das lockt. Oh. Warum ist das locked? Vielleicht na zukünftig irgendwas. Ich weiß nicht, aber ist eigentlich ganz cool. Vielleicht müssen wir auch irgendeine Keycard oder so finden. Oder vielleicht müssen wir das auch aufsprengen. Das andere war wahrscheinlich auch gelockt, ne? Vielleicht, wenn wir da. Weißt du, wenn wir da oben irgendwas machen können, ne?
dass wir, weißt du, dass wir da auch wieder so einen Kurzschluss verursachen können und dann damit dann was machen. Wieder mal was sprengen, Sascha. Ey, wir haben doch das Labor auch in die Luft gesprengt. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Guck mal, hier geht's hin. Wo denn? Hier ist... Oh, da. Warte ganz kurz, ich komme sofort. Tim. Ich möchte diesen Ort gleich verlassen. Ist da die Tarantel drin? Nein. Aber das... Wo bist du denn da reingekommen? Ich muss hier oben hoch. Wo hier oben hoch? Ich bin hier das Blatt hochgelaufen. Achso. Komm bitte hier hoch und guck dir das an. Ich komme. Frage ist, was ist da oben? Also über uns ist eine Spinne. Das ist eine normale Orb-Wither, ja. Ja, komm mit. Warte, ich nehme den Knüppel in die Hand. Zeig dir einen Ort. So, nichts vielleicht schnell. Mach mir nichts, mach mir jetzt keine Angst. Ist hier? Nur ein normaler Stein, Oh, komm lol. Komm mit. Ganz viele Ameisen aufgespießt. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich hab was gefunden! Ha! Was ist Rotten das? Rotten End. Totem. Rezept. Rotten End Club. Was kann der? Warum kriegst immer du die legendären Waffen? Ja, weil ich legendär bin. Totem. Er ist aber schlechter. Er ist halt einfach schlechter. Oh, Gott sei Dank. Dacht schon. Hier ist ein Beutel! Mit 10 Endköpfen. Ja, wow. Da irgendjemand, der Typ, der hier war, der ist auf jeden Fall ziemlich sadistisch. Ich weiß nicht, was du meinst. Das sieht aus, als hätte er hier eine Spinne gebaut. Ja. Aus Ameisen. Ist das vielleicht der Endboss von Grounded? Eine mutierte Spinne? Das ist der Endboss, ja. Vielleicht soll uns das bestimmtes zeigen. Das ist der König der Ents. Gibt's hier noch so? Also ich frag mich, warum da... Anscheinend musst du ja auch hier oben reinkommen, ne? Wenn da Spiders sind. Ja, aber wenn... Also wie gesagt, wenn da oben Spiders sind, musst du ja auch irgendwie da hochkommen. Aber ich hätte jetzt eher erwartet, dass hier die Tarantel rumläuft, als du so gerade gesagt hast. Enthead Totem. Ja, das sind diese Sachen... Display a warning to hostile Ents. Das ist ja wohl ganz klar die Sache, die wir da gerade gefunden haben. Auf jeden Fall werde ich so Ents noch in die Base stellen. Oh, das ist ja schön. Guck mal, hier sind noch ganz viele Ents, ne? Hier ist vielleicht noch ein Ameisenhügel. Oh, das wäre legendär, wenn wir hier noch Ameisen-Eier finden würden. Würde hier ist das Vogelhäuschen auch. Was für ein Vogelhäuschen, das ist der... Das war ich glaube, an das Vogelhäuschen kommst du dran, wenn du... Ja. Irgendwie dort oben über die Geästwäsche. Dass du irgendwo an der Mauer oder sowas oder hier irgendwo über so ein Blatt. Zum kann man sich auch hochbauen. Oder das. Ah, wir haben die Axt für die Vogelfeder gebraucht, die du gefunden hattest. Stimmt. Die Rabenfeder. Jetzt stimmt die Rabenrüstung. Dann ist alles vorbei. Ich will unbedingt. Das will ich später unbedingt noch wissen. Die müssen wir später noch suchen gehen. Ich will unbedingt wissen, was du aus dem Vogelzeug machen kannst. Vielleicht kannst du deswegen den Vogel nicht angreifen, weil er die ganze Zeit solche Federn überall droppt. Ja, weißt du, dann kannst du daraus was machen. Vielleicht kannst du aus dem auch so einen Gleiter machen. Also du kannst... Drei Berry Chunks. Wie viele Berry Chunks hast du? Jetzt aber mal ohne Spaß, du kannst hier safe später überall rumgehen oben. Ich glaube ich wirklich, irgendwo musst du hochkommen können. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen. Schaut doch auch mal gern bei dem lieben Symdex vorbei. Unten in der Beschreibung ist er verlinkt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.